Wo ist die Liebe hin? Ich bin sprachlos. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, weil in meinen Menschenverstand passt das nicht rein, wie man sowas tun kann. Keine Ahnung. Nach wie vor auf dem Out for Fame, dieses Mal mit Chima Ede. Hallo. Was ist los, Dicker? Wie erlebst du das Festival bis jetzt? Ist geil. Das, was ich mitbekommen habe, ist auf jeden Fall lustig. Hat Bock gemacht. Ich bin gestern 13.30 Uhr aufgetreten. War ein bisschen noch leer so wegen dem Vortag, aber hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Und ist ja auch Freitag, so viele Leute sind ja erst jetzt gekommen wegen Arbeit voll, und so. Voll. Aber war Auftritt trotzdem geil? Ja, Digga, hat mega Bock gemacht so. Man hat halt weniger Leute gesehen, aber trotzdem 100% gegeben so. Man hört auch meine Stimme, ich bin ein bisschen heiser. Ja, also man hört wirklich, Gas gegeben auf jeden Fall. Ja. Gerade eben warst du auch noch bei Marvin mit, aber hast du auch performt? Weil ich habe nur die letzten drei Songs leider gesehen. Achso, nee, ich habe nicht performt, weil leider von der Zeit hat es nicht mal gepasst. Ja. Wir wollten eigentlich was machen. Aber ich war einfach zur Unterstützung, ein bisschen oben drauf, ein bisschen gewiped. Alles klar, Digga, lass uns ein bisschen über deine Mucke reden. Alright. 2023 ist nicht so lange her. Wie waren die Reaktionen darauf? Bist du zufrieden damit? Voll, sehr positiv. Ja. Also, es war jetzt mein zweites Projekt nach Lebenslust. Und ich muss sagen, die Leute haben es verstanden, die Leute haben die Vision verstanden und den Sound angenommen und geil. Bis jetzt alles geil. Okay, Bombe. Du hast gerade gesagt, zweites Projekt. Ich kenne dich schon ein bisschen länger. Du hast mal mit Jay Samuels einen Song gemacht, The Motto Remix. Ja, Mann! Digga, pack ich die Insider aus. Ja. Geil, ja, Mann. Ich habe, wie gesagt, ich habe mit Englisch angefangen, mit 14 und dann irgendwann Deutsch gemacht. War das eine Umstellung für dich? Nee, ich finde sogar, ich habe es ziemlich gut adoptiert. So, weißt du, so das ganze Englische irgendwie ins Deutsche zu verpacken, das trotzdem cool klingt, so, ist mir gut gelungen. Und wie gesagt, das Englische ist nicht gestorben, aber erstmal gilt der deutsche Markt und auf den fokussiere ich mich erstmal so. Wie kam die Entscheidung, dass du gesagt hast, ab jetzt mache ich Deutsch? Ja, wir hatten halt unser Studium im Keller, so haben die ganze Zeit englische Sachen gebracht, bis wir dann irgendwann gemerkt haben, okay, so, wenn wir dann mit nach draußen gehen, die Leute verstehen es nicht wirklich, was auch voll verständlich ist. Okay, ich muss irgendwie mal in meiner Muttersprache reden und habe dann gesagt, okay, ich packe die gleichen Emotionen in Deutsch einfach rüber so. Gibt es auch für dich die Option, mal wieder was auf Englisch zu rappen? Auf jeden Fall, ich habe gerade schon für einen Homie einen krassen Freestyle hingelegt. Ja? Also ich habe richtig Bock drauf, ja. Dann ein Song, der von dir ziemlich gehypt wurde, war Deine Religion. Da hast du aus der Sicht einer Religion geredet, so. Es kommt auch teilweise so rüber, als ob Religion für dich gar nicht notwendig ist. Nee, also ich finde Religion ist schon was Schönes. So Glauben, an etwas zu glauben ist was Schönes. Das hat sich auch mehr auf die, ich habe halt den Begriff Religion gewählt, so, aber es hat sich für mich mehr einfach auf Institutionen, weil auch im Video sieht man halt auch nicht nur irgendwie Religionen, sondern auch Institutionen. So, es ist halt alles dieser falsche Glaube an was du glaubst, was sich im Endeffekt zerstört. Darauf ist es projiziert, weil mein bester Freund ist Muslim, so, weißt du. Ich habe einen Kollegen, der ist Jude, also es gibt einfach keine Abgrenzung so. Es gilt halt nur für falsche Sachen so. Und wie siehst du gerade mit diesem Gedanken, den du dazu hast, die aktuelle Lage in Deutschland? Also vor allen Dingen in Deutschland? Schade, Bruder, ich frag mich jeden Tag, wo ist die Liebe hin? Ja. So, weißt du, wo ist die Liebe hin? Ich bin sprachlos, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, weil in meinen Menschenverstand passt das nicht rein, wie man sowas tun kann, keine Ahnung. Wie kam die Idee dazu, den Song zu machen? Ehrlich gesagt, so, ich weiß, viele zerbrechen sich den Kopf oder... Ja. Denken darüber nach, so okay, der saß da mit einem Plan, ich habe den Beat gehört von Eifa, auch schöne Grüße. Und dann kam es einfach, ich weiß nicht, hat mich überrollt, ich glaube irgendwas ist passiert, ich weiß nicht mal genau was es war. Und ich dachte mir, okay, ich muss irgendwas sagen so dazu und einfach drauf losgeschrieben. Ist es bei dir allgemein so, dass Themen sozusagen zu dir kommen und du nicht zu den Themen? Voll. Also es gibt auch Situationen, wo ich manchmal irgendwie tiefer drüber nachdenken muss. Aber meistens schreibe ich mir das von der Seele, wie bei Wir sind das Volk so. Da habe ich mir das auch einfach von der Seele geschrieben, weil das macht mich frei, weil ich fresse halt gerne Probleme in mich hinein so und muss die irgendwo rauslassen. So. In Song schaffst du das am besten. So. Darauf wollte ich auch noch eingehen. Mittlerweile gibt es fast täglich irgendwie eine Situation wie Klausnitz, wozu man einen Song machen könnte. So. Wie gehst du damit um? Ja, wie gesagt, also es ist traurig mit anzusehen. Das Ding mit Klausnitz war halt, dass diese brüllende Meute vor dem Bus. Es hat mich irgendwie, weil es war ja schon viel am Start, so es ist viel passiert. Ja. Aber diese brüllende Meute hat mich irgendwie so emotional getroffen, dass ich es nicht mehr in mir halten konnte und dachte, okay, ich muss darüber schreiben. Natürlich, es passieren immer wieder grausame Sachen, aber das war auf jeden Fall ein Moment, den ich festhalten musste. So. Ich finde, bei dir ist es allgemein so, dass du diesen trappigen Sound hast, aber trotzdem voll viele persönliche Themen drin hast. Bei vielen anderen geht es in Sachen Trap so um
weiß nicht, das Droppen von Modemarken oder halt den Lifestyle, ist das für dich irgendwie ein Widerspruch? Nee, überhaupt nicht, weil für mich ist Trap einfach nur die Musikrichtung, weißt du, das ist nur die Art von Beats, die ich gewählt habe, weil ich das feiere. Aber dennoch, warum soll ich irgendwie meine poetische Vision verlieren, nur weil ich jetzt auf andere Beats rappe, so. Also ich werde das genau das gleiche, würde ich auch auf Boom Bap auch sagen, so, weißt du, ich passe mich nur den Beats an, die ich gerade feiere und der Melodik. Und ey, jeder soll das machen, was er macht, so, man muss am Ende selber im Bett liegen und sagen, okay, cool, so, ich bin stolz auf, was ich gemacht habe. Wenn man das ist, dann ist doch alles gut. Apropos Beats picken, wie sieht es bei dir mit neuen Projekten aus? Sehr gut, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt ein Projekt, das in den Startlöchern steht mit Ganyan Stallion, ja, dem Producer krass. Von Megalo. Das kommt so Ende September und wird auf jeden Fall ein ganz anderer Sound. Ja? Also geht es da nicht mehr in diese trappige Richtung? Nee, Trap ist da komplett erstmal weg. Okay, krass. Kannst du schon sagen, in was für eine Richtung das gehen wird vom Sound her? Es wird ein bisschen oldschooliger, weil die EP haben wir vor 2,5 Jahren angefangen, nie beendet. Dann kam Lebenslust, dann kam 2023 und jetzt haben wir gesagt, okay, jetzt wollen wir den Anfang trotzdem nochmal raushauen. So. Und ja, das ist dann geworden. So. Willst du damit auch zeigen, dass du eben nicht nur die eine Sache kannst, sondern eben auch andere Sachen? Genau, diese Vielschichtigkeit. Ne? So, ich glaube, ich muss nur mir selber was beweisen, wenn überhaupt so. Aber ich mag es halt, also ich stehe generell auf Musik. So, gib mir einen Classic-Beat, so, ich hopp da auch rauf, wenn er geil ist. So. Und ich will halt auch einfach zeigen, so, ey, okay, ihr dachtet jetzt, diese Richtung ist meins, so, aber Musik ist einfach ein Kreis so und ich bewege mich in jedem Radius einfach ein bisschen so. Alles klar, was passiert jetzt noch auf dem Auto Fame? Worauf freust du dich jetzt? Shit, ich habe das Line-Up gar nicht. Heute ist De La Soul, ne? Heute ist De La Soul, ja. De La Soul, da freue ich mich extrem drauf. So. Ansonsten, ey, mit der Family Spaß haben, mit den Jungs Spaß haben, gute Zeit haben und Liebe. Alles klar, Dicker, ich danke dir. Ich danke dir, Mann. Backspin for life! Backspin for life! Yeah! Word up. Stop looking, listen. Backspin.